Okay. Was erwartet uns hier hinten? Hier hinter. Eine Treppe, die wieder nach unten führt, okay. Sollte das richtig so sein? Oh, hier ist eine Tür. Kamen wir nicht gerade erst von unten? Hm, verdächtig. Oh. Offenbar sind wir doch Leute. Wie günstig. Das ist fantastisch. Da, dort, wo Gegner sind, dort muss man offenbar lang. Ja, ja, komm, dreh dich um. In deinem höchst seltsamen Gang. Ah, komm, geh weg hier. Ach komm, weißt du. Läuft doch. Hätte zwar jetzt ein bisschen eleganter sein können insgesamt, aber egal. Noch eine Waffe. Warum nicht hier rum? Außerdem brauche ich mich gar nicht mehr zu verstecken, weil ich bin nicht mehr getarnt. Hier ist Blut, das heißt, ich war hier schon mal. Irgendwie, laufe ich doch gerade im Kreis, oder? Hier habe ich irgendwie den Prinz gestellt. Ja, das war insgesamt gar nicht mal so clever. Ich kann jetzt also wieder hier hochgehen, oder was? Na komm. Ja, kann ich. Da kann ich auch wieder runterfallen, das ist fantastisch. Ich mache hier gerade irgendeinen ziemlich dummen Fehler. Wo kann man die eine Wache her gerade? Hätte ich mal geil gewusst. Durch diese Tür zu gehen ist wahrscheinlich ziemlich sinnlos, weil das wäre einfach wahrscheinlich der alternative Weg gewesen hier hoch. Okay. Das sagt mir offen gestanden noch nicht, wo ich jetzt lang gehen soll. Wieder diese Leiter hoch? Nee, das würde nichts bringen. Hier außen ist auch nichts angebracht. Da hinten ist so ein Gerüst. Hat das irgendwas zu bedeuten? Guck mal, hier ist ein Haufen. Das bringt nichts. Aber warte mal, ich habe doch Astrolite. Was kann ich mit dem Astrolite machen? Wahrscheinlich kann das Astrolite irgendwo zünden. Moment, das können wir kurz mal angucken. Da. Ich glaube, ich war schon ganz richtig. Wo ist denn da das doch? Ein starker Flüssigsprengstoff aus handelsüblichen Chemikalien. Das ist ganz wunderbar, aber ich wüsste gerade nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Vor allem nicht, wo ich da irgendwas mit anfangen sollte. Ich meine, warum sollte ich jetzt unbedingt den Kram in die Luft sprengen wollen? Ist ja nicht ganz unwichtig zu wissen. Aber scheinbar soll ich das wohl tun. Vielleicht kann ich mal ganz kurz mein Lookbuch gucken. Wo sind wir jetzt gerade? Los Angeles? Nein. Ja, die Hauptquest haben wir leider nicht mehr. Das ist sehr unangenehm. Ich habe unten den Prinzen erledigt. Die konnte jetzt hier hochlaufen. Warum konnte ich jetzt hier hochlaufen? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Wird wahrscheinlich nicht einfach nur eine Schmuckmetage sein, sondern wird schon irgendeinen Sinn erfüllen. Vielleicht dort hinten irgendwas? Das glaube ich auch nicht. Oder hier, warte mal, hier ist doch was, oder? Guck mal. Irgendwas konnte man auch hier machen, soweit ich weiß. Ich weiß so ehrlich gesagt nicht mehr was. Oh mein Gott. Hier ist jede Menge Blut und Einschusslöcher. Ja, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich gehe mal kurz nach unten. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen. Ich musste irgendwas übersehen haben. Ein Zünder oder sowas. Oder zumindest ein Hinweis darauf, was ich tun soll. Ich laufe jetzt mal hier dran vorbei. Kann das sein? Ja. Was ich ein bisschen schade finde hier, ist, dass man hier keine Lüftungsschächte oder sowas mehr hat. Das ist wirklich schade. Hier ist weiterer Schutt. Hier kann man auch nichts machen. Ich nehme mal stark an, dass ich nicht rausgehen soll. Hier kam ich, glaube ich, her. Ja, hier kam ich wohl her. Was kann man hier machen? Gar nichts. Warte mal, was ist hinten noch irgendwas gewesen? Hey, who's there? Hab ich schon wieder gehört.
Die können ich jetzt mal neu spawnen. Also natürlich können sie das, aber warum sollen sie das tun? Ja, hier komme ich wieder hoch. Hurra! Denn hier war der Prinz. Hier habe ich den Prinz erledigt. Beziehungsweise habe ich hier den Prinz überhaupt angetroffen. Und hier kann ich was hinlegen! Leute, das ist doch wohl ein Scherz. Ganz ehrlich, woher soll ich denn das gerade wissen? Also, hätte ich das Spiel nicht schon mal gespielt? 28 Sekunden. Ja, soll ich jetzt gehen? Ja, wahrscheinlich soll ich gehen. Am besten, ich gehe dahin zur Röhre, wo ich hochgerutscht bin oder hochgekrabbelt bin. Da kann ich wahrscheinlich auch wieder runterrutschen. Bloß die Frage, wo genau... Ach, hier war das. So. War das jetzt gut? Ich hoffe schon. Ich hoffe doch sehr. Das war echt eine ganz schön gemeine Sache gerade. Man hätte vielleicht einen Hinweis im Logbuch geben können, nach dem Motto, sie könnte jetzt das Gebäude in die Luft sprengen oder irgendwas in der Richtung, oder sie könnte jetzt irgendwie eine mächtige Waffe in die Hand bekommen oder irgendwas in der Richtung. Ich meine, warum sollte man gerade da den Sprengstoff legen? Ja. Ich meine, fliehen wäre in der richtigen Zeit. 30 Sekunden hat er gesagt. Ja. 30 Sekunden. Ich kann jetzt bitte mal kurz einen kleinen Blutbeutel schlürfen. Das ist eine ganz normale Blutkonserve, das ist gut. 30 Sekunden, was? Oder gibt es hier noch irgendwas, wo ich sonst noch hingehen soll? Leute, das ist doch ein Witz. Nochmal L drücken. Nix, nix, nix. Nix. Also wenn ich einen Sprengstoff irgendwo lege, relativ viel, würde ich doch dazu neigen, aus dem Gebäude zu verschwinden. Aber ihr könnt bestimmt verstehen, dass ich jetzt irgendwie keinen richtigen Bock habe, das ganze Gebäude nochmal nach unten zu laufen, um dann festzustellen, dass mir das gar nichts gebracht hat. Ich guck mal kurz, was passiert in 2 Sekunden. Wahrscheinlich sterbe ich. Oder es passiert nicht so wirklich viel. Gut. So, war das jetzt? Also mit so einem ganzen riesen Rucksack Astroid hätte ich mir auch ein bisschen mehr vorgestellt, einen größeren Bums, als dieses kleine Puff da hinten. So, war das hier? Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Oder auch nicht. Ich habe doch hier den Sprengstoff hingelegt, oder? Ja. Ich erinnere mich deutlich. Ach mal, jetzt kann ich hier den Fahrstuhl drücken. Ja. Ach du Sch... Nee. Nee. Man kann mit den Fahrstuhl jetzt noch nach oben und unten fahren. Ach so. Dumm ist nur, dass jetzt wieder natürlich... Knopf gibt's ja noch, einen Knopf gibt's ja. Gut. Das muss man auch erstmal wissen, am besten Willen. Dann fahre ich halt einmal kurz nach oben und gucke, was da oben noch ist. Also hier oben war ich schon mal in der Etage. Dass das ein Fahrstuhl ist, muss man auch erstmal erkennen. So, und jetzt wieder nach oben. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Mein Gott, das ist eine schwere Geburt. Und nein, ich zögere das gerade nicht künstlich raus. Es ist einfach nur, ich komme mich einfach nicht daran erinnern, wie das genau war. Okay. Ich speichere vorsichtshalber nochmal zwischen. Kann ich schaden. Ich bin übrigens auch schon sehr gespannt, wie viele Screenshots wir machen werden jetzt im Endkampf oder beim weiteren Kampf, der jetzt unweigerlich kommen wird. Hier ist eine Steyr Scout oder Aug oder was auch immer. Kann ich hier noch weiter hoch? Ja, anscheinend. Gehen wir noch weiter hoch. In die 7. Ja, warum nicht? Obwohl es ein Turm ist, habe ich jetzt schon wieder ein bisschen die Orientierung verloren. Aber ich glaube, wir müssen einfach nach ganz oben. Weil wir kamen ja auch von ganz unten. Das wäre ja alles andere wäre ja sinnlos. Ah ja, ich glaube eben nicht ganz richtig. Jetzt haben wir jetzt müssen wir nicht betreten. Na komm. Ich habe gerade mal zwischengespalten nebenbei, für jeden Fall, als ihr euch fragt, was ich hier gerade mache. Nein, nein, nein. Tür auf. Danke. Oi. Oi. Würde ich bitte nach unten kommen?
Oder ich komme einfach so nach oben. Ist auch kein Problem. Ihr dürft mich ja nicht sehen. Ah. Der Mann sieht aus wie der Prinz. Was ein bisschen sehr erstaunlich ist. Wusst ihr es doch, der Prinz ist gar nicht tot. Es war einfach nur ein Doppelgänger oder was? Ebenso wie das. Oder es war ein Vampir, der zumindest gleich aussah. Auch nicht schlecht. So. Dann mal hier hoch. Dann nehmen wir nochmal ein weiteres Mal verdunkeln. Man kann nie wissen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit, dass es auf mich geschossen wird. Wir brauchen echt mehr Blut. Das kann ich wahrscheinlich nicht knacken, aber ich probiere es trotzdem mal. Fehlschlag, natürlich, weil es Stufe... Oh, Stufe 9 ist, nicht Stufe 10. Apropos Stufe 9. Ich habe mittlerweile 26 neue Punkte bekommen. Wo kann ich das noch reinpacken? Verdunklung wird mir vielleicht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel bringen, weil die Kämpfe sind ja, also das Spiel ist ja fast zu Ende. Geschick, was haben wir noch mit Geschick? Achso, Geschick ist, legt die Schnelligkeit und Beweglichkeit ihres Charakters fest. Geschick erhöht ihre Begabung, Schlösser knacken und schleichen. Ach komm, ganz ehrlich... Können wir noch schnell einen Punkt erhöhen? Was habe ich jetzt bei Schlösser knacken eigentlich? Jetzt habe ich 9. Ach, wie günstig. Was für ein lustiger kleiner Zufall. Erfolg. Wo ist meine Tür auf? So, die Tür kann ich nicht öffnen. Ich habe das dumme Gefühl, dass der oder die nicht auf meiner Seite ist. Nochmal weiter verdunkeln. Kann ich an dir vorbei schleichen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Muss es wohl sein. Na komm. Na komm. Noch einer. Und du bist nicht tot, oder? Jetzt bist du tot. Hallo. Na komm. Nee, 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 nee. So einfach nicht. Ah, ich kann dich austrinken. Sehr gut. Ein Mensch, dich austrinken kann. Genau das habe ich gebraucht. Ordentlich Blut für mich. Hier kämpfen also Menschen und Vampire wieder gemeinsam. Erstaunlich. Ich hätte ja auf den oberen Etagen eher erwartet, dass es nur noch Menschen gibt. Nur noch Vampire gibt. Und der hat verdammt viel Blut dabei. Ein kräftiger Mensch, was? Ja, nicht mehr lange. Okay, hier kann man offenbar weiter. Da ist eine Doppeltür. Ist übrigens ganz schön dunkel hier. Ich will noch nicht in den inneren Raum. Man hebt sich die Mitte aber zum Schluss auf. Okay. Das müsste die andere Seite des Ganges sein. Jupp, genau. Dann gucken wir uns doch noch ganz kurz den inneren Raum an. Da haben wir dann sozusagen beide Flügel schnell abgedeckt. Das heißt, wo war das hier? Wow. Das ist ja, war ja richtig gut hier. Ist hier noch irgendwas Spezielles? Nee, hier kann ich gerade rein. Ach, die Tür kann ich doch öffnen, die Tür. Ein Computer! Ach, schade. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn man irgendwie... Woher auch immer das kommt, aber... Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt geil gewesen, wenn man noch, doch noch die innersten Geheimnisse von Lacroix erfahren hätte. Ah ja, ich höre schon wieder Schüsse, okay. Geh aber mal direkt rüber, letztendlich müssen wir eher hin wahrscheinlich. So, ist hier jemand drin? Nein, aber hier ist ein Computer. Oh, Computer sind gut. Ja, eine Sicherheitszentrale, Computer anzuzapfen, macht immer Spaß. Ach, da hinten ist jemand. Dann gehen wir doch direkt mal rüber, würde ich sagen. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir eben da rum. Nein. Nein. Okay, hier war ich wahrscheinlich schon mal. Habe ich so das dumme Gefühl? Boah, Orientierung ist hier echt meins. Ganz genau mein Ding gerade. Gut, dann gehen wir erst in die Sicherheitszentrale. Ganz ehrlich, ist mir auch egal.
und schaue jetzt meinen PC an. Na komm. Licht. Eckversuch mit Fertigkeit 9. Mach's Licht an. Schön, ja. Ja, aktivieren bitte. Aktivieren. Licht an. Ja. Und tschüss. Erst einmal Licht. Und das bringt mir was? Jetzt diesen ganzen komischen, lustigen Bereich hier. Nee. Okay. Exit ist in diese Richtung. Okay. Das glaube ich aber nicht. Nee, Exit ist in diese Richtung. Ich gehe aber mal hier lang wieder. Von wo? Komm, zeig dich mal. Ich stehe jetzt relativ offen. Ich will schon ganz gerne wissen, von wo du schießt. Da. Nee, nee, nee. Noch eins weiter. So. Hier. Wo ist er hin? Da ist er. Tod Nummer 1. Und steh auf. Komm, steh auf. Puh, Mann. Kann ich den Tisch kaputt hauen? Nein, kann ich nicht. Das sieht schon ziemlich herrschaftlich hier aus. Ich speichere das Ganze nochmal. Weil hier ist eine weitere Fahrstuhltür. Und ich glaube, langsam kommen wir zum Ende. Da speichere ich lieber nochmal ganz konkret. Und würde sagen, ich mache ganz kurz nochmal einen kleinen Schnitt. Wir wissen ja nie, was kommt, nicht wahr? Und wir sehen uns gleich wieder. Also gleich, vor allem, wenn er das fertig gespeichert hat. Ja, bis gleich.